Gras. Ich schlage vor, ich spähe mal kurz da vorne um die Ecke. Diese Stellmacherei muss hier irgendwo sein. Am Brunnenplatz, sagte man. Jung. Will vielleicht einer von euch mal die Mühle hinaufklettern? Schauen wir mal von da aus, was er späht. Also innen, nicht außen. Ja, sicher. Ich begleite euch. Ihr solltet nicht alleine gehen. Aber dort drin wird es dreckig sein. Ich bin eh schon dreckig. Schlimmer kann es nicht werden. Gut, ja, ich würde dann zur Tür der Mühle gehen. Ich hoffe, die ist auf der anderen Seite. Müsste sie eigentlich sein, weil das Mühlrad ja da in Ja. die Straßenrichtung zeigt. Klar. Also an der Straße direkt gelegen. Also dann nochmal so ein bisschen an der Straße vorbei. Es ist jetzt keine Hauptstraße, aber du kannst auf alle Fälle dann an der Ziegelbrennerei vorbei ans Wasser gucken. Irgendwelche, ja, huschenden Schatten wird es sicherlich immer mal geben, gerade in so einer bewegten Stadt, aber du bist dir relativ sicher, dass es ja den Umständen entsprechend normal ist. Kannst dann die Tür leicht aufdrücken, also nicht verriegelt. Quietscht natürlich ein bisschen. Ja, ich würde dann trotzdem mal reinhorchen, ob sich irgendwas dort tut, ob die hier vielleicht irgendwie einen Wachhund haben oder so. Aber wenn ich dann nichts hören sollte, mich reinbewegen. Ja, das Quietschen ist natürlich ein bisschen lauter. Ja, das ist eine Mühle, also die macht eh Geräusche. Dann stehst du in einem kleinen Turm, der nach oben führt, geht direkt neben dir, ganz so eine staubige, alte, morsche Holztreppe erkennen, Spinnenweben, die hier herunterhängen. Und über dir rieselt dann auch jetzt gerade in der Nacht schon so ein bisschen, was ist das, Korn runter oder so, was dann auf Lagerböden dann verbracht ist. Du kannst dann auch über dir erkennen in der Dunkelheit sowas wie ein Kran, der dann auf etwas höherer Ebene dann Lasten nach oben transportieren kann. Aber die Mühle an sich sieht erstmal verlassen aus. Es gibt ja auch keine Schlafstätte oder sowas, wo dann ein Bauer liegen könnte. Gut, dann bewege ich mich die Stiege nach oben, um irgendeinen Raum zu erreichen, von dem man aus nach draußen sehen kann. Ja, du gehst ein, zwei, drei Stockwerke nach oben, vorbei an einem Lastkran und kannst dann direkt wohl hinter dem Mühlrad so eine kleine Nische öffnen. Vielleicht eher für Taubenverschläge oder sowas, kannst du das dann aufmachen und dich dann so ein bisschen da durchquetschen, deinen Kopf hindurchstrecken und bist dann super getarnt hinter dem Mühlrad, was dann eben direkt vor deinem Kopf schwingt. Vielleicht könnte man von hier aus dann dieses Rad reparieren oder nach draußen klettern, falls irgendwas sein sollte. Und blickst dann von oben nach Neu-Romelis runter. Du siehst dann ja, die Stellmacherei, die euch dann wohl auch schon beschrieben worden ist, einen großen Brunnen, an dessen Seite dann auch ein kleines Lagerfeuer errichtet wurde. Kein richtiger Heimstein, aber ein Lagerfeuer, was da brennt. Und Söldner, die daneben stehen, zwei Hunde, die zweiköpfig sind, und einen großen Bauerhof, wo dann auch Schutt liegt, der dann weiterverarbeitet werden könnte. Allerdings auch hier jetzt still. Kann ich denn über die Mauer der Stellmacherei sehen? Über die Mauer kannst du auch hineinsehen. Du siehst zwei ja, eckige Gebäude, die das Ganze so ein bisschen einhüllen. Eine große Mauer, über die man dann rüberklettern könnte von der einen Seite oder durch ein großes doppelflügeliges Tor dann direkt von der Brunnenseite, was jetzt allerdings eher Selbstmord wäre. Du siehst einen Wagen, der davor steht. Vor den könnte man dann sicherlich Esel oder Pferde binden und auch eine kleine, ja, die Stellmacherei, die dazu gehört und wo man dann an einer offenen, ja, Schmiede ist es nicht wirklich, aber wo dann mit Werkzeug hantiert wird und man dann Dinge einstellen kann. Du kennst dich damit nicht aus, da müsstest du dann Abel mir mal fragen, der sich dann eher mit Mechanik oder Stellmacherei auskennt, aber. Ja, die interessiert mich jetzt nicht so sehr, dass ich ihn dazu bitten würde. Aber was mich noch interessieren würde, gibt es Bewegung auf dem Hof, sei es Mensch oder Tier, und sind Lichter an im Hof? Du kannst sehen, wie an dem Tor ein Hund nicht angebunden ist, aber der da unruhig liegt und er bellt aktuell nicht, aber der Hund könnte sicherlich dann für Krach sorgen. Ansonsten Menschen siehst du nicht. Gut, und ansonsten ist der Hof auch dunkel. Der Da sind Hof ist jetzt dunkel, genau, ja. gut.
dann würde ich einen Bericht machen. Ja, von deiner Entfernung ungefähr 50 Meter, je nachdem zu welcher Ecke du wolltest, aber wie gesagt, die Karte ist gereicht, kannst du dir selber ausmessen, wo du hin wolltest. Genau, ich möchte erstmal wieder nach unten, erkläre den anderen, was ich gesehen habe und dass man halt über diese Mauer in den Hof könnte, ohne das Tor benutzen zu müssen. Nun gut, das ist gut. Dann dort entlang, richtig? Ja, aber da ist natürlich noch dieser Hund. Er kann dann hier gut mit Tieren. Ich schaue auf seinen Bären. Ich schaue wieder zu ihm. Ich schaue nochmal auf seinen Bären. Mira ist kein Tier. Mira ist eine feine Dame. Oh, meine Mira. Ja, eine feine Dame. Bist du nämlich, ja. Ihr Beine und dein Fell, Raffin. Das arme Tier. Aber mir könnt ihr das Tier nicht schlafen legen. Nein, das fürchte ich, das kann ich nicht. Es hat nicht noch jemand, sagt einmal Rafim, habt ihr Futter für Mira mitgebracht? Natürlich! Ja, dann könntet ihr doch vielleicht den Hund mit dem Futter ablenken. Aber dann habe ich ja nur noch 5 Rationen. Ja, mein Gott, also ihr werdet doch wohl noch irgendwo welches Fleisch für Mira auftreiben können. Er ist doch sowieso nur rohes Fleisch. Ja gut. Ja gut. Dann schleichen wir uns von hinten an und stechen das Vieh ab. Ey, wieso, wenn ich es beruhigt habe, ist doch gut. Wollt ihr, dass es sich irgendwann wieder unberuhigt? Nicht, dass denen auffällt, dass der Hund fehlt? Nun gut, nun gut. Ich denke auch, erst einmal versuchen, den Hund abzulenken mit Futter und vielleicht sind wir in der Zeit schon längst im Gebäude drin. Ich schau die dreimal so an, blick sie einmal alle nach dem anderen an und drücke dann Isarun Mira mit dem Rucksack in die Hand. Pass gut auf sie auf. Isarun sieht hilflos aus. Braver Bär. Kai ist ein braves Mädchen. Wollen wir es wirklich Raffin da reinmarschieren lassen? Isarun, wie viele Gebäude gibt es denn auf diesem Grundstück? 2 größere, dann gibt es noch so eine Art überdachtes Schmiedehaus und 2 Schuppen. Wie hoch ist die Mauer? Ja, wie hoch ist die Mauer? Oh, 2,50 würdest du meinen. Also da kann man jetzt spannend drüber klettern. Ja, also definitiv übermannshoch, sodass man da auch nicht reingucken kann, aber das ist möglich, gerade jetzt für Abenteuer. Okay, ich kletter hinein, werfe vorher etwas Fleisch für das Tier dahin. Wir sollten ihm alle nach und an sagen, der Mauer vorher, uns positionieren. Ja, also alle hinterher. Nur wenig Zweck hier zu bleiben, wenn sowieso Raffin dann hereinklettert. Ja, ich versuche mal. Habt ihr noch eine bessere Idee? Ich weiß nicht, vielleicht wäre das halt direkt los, wenn ich über die Mauer bin. Dann wäre schlecht. Warum werfen wir das Fleisch nicht vorher hin? Ja, werft ihn doch einfach jedem. Ich gebe euch eine Räuberleiter. Wir geben euch eine Räuberleiter. Wir geben euch eine Räuberleiter, blickt kurz drüber und da, wo das Vieh ist, werft ihr dann den Fetzen hin. Ja, machen wir so. So, nachdem die mir eine Räuberleiter gegeben haben, würde ich mal das Fleisch zu dem Tier werfen und es versuchen zu beruhigen, dass es ruhig bleibt und nicht anfängt zu bellen. So, dann wechseln wir mal auf diese Karte hier. Ist klar, gut. Dann bekomme ich bitte von Raffim eine erste Kletternprobe. Leichter, weil wir ihm helfen? Ja, doch. Ich meine, nicht, dass er es bräuchte. Ah, ich wollte gerade sagen, nicht, dass er es bräuchte. Also mit einem Schwung bist du drüben und du kannst gleich eine Schleichenprobe hinterherwürfeln, damit das funktioniert. Wie viele Probe hast du da übrig? Ich möchte das Tier beruhigen. Also das Tier soll schon wissen, dass ich hier bin. Ich möchte es beruhigen. Boah, also das ist ein längerer Prozess. Das Ding wird jetzt erstmal ankommen, wenn es dich jetzt nicht... also das wird auf alle Fälle erstmal laut sein. Ja, ich wollte es halt das Fleisch hinwerfen und es dann beruhigen. Wenn es direkt bellt, dann... Hast du ein Problem, also, genau. Ja, richtig. Aber dann bellst, weil ich hatte nicht den Vorrang. Okay, dann gib mir mal eine erschwerte Probe. Also, du bist schon eingedrungen, du stehst schon im Inneren und ja, Abrichtenprobe plus 7. Ja, das ist okay. Ja, Wunderspezialisierung würde zählen. Habe ich natürlich nicht. Klick dann hier. Ja, kein Problem. Ja. Steht auf. Schüttelt so ein bisschen den Kopf, als ob es unglaublich müde wäre, dieses arme Ding. Du siehst auch wohl, wie ein bisschen Fell ausgefallen ist.
Und er die Lefts nach hinten zieht, so ein bisschen sabbert, dich grimmig anguckt und dann auf dich zutrottet mit gesenktem Kopf. Knurrt so ein bisschen, aber bellt nicht. Ich würde ihm Fleisch hinhalten. Ah, alles gut, guter Junge. Ja, Fair ist ein guter Junge. Ja. Ein braver Hund. Und ich würde jetzt weiter den Hund beruhigen. Nochmal eine Abrichtenprobe plus 4. Ja. Im Fleisch natürlich nochmal ein bisschen erleichtert. Oh, ja. Und auch das ist gelungen. Du siehst, wie der Hund sich total entkräftet neben dir niederlässt, an dem Fleisch schnuppert und so sehr zaghaft abbeißt. Es liegt nicht so sehr daran, dass er dir nicht vertraut, sondern vielmehr daran, dass er entkräftet und erschöpft ist. Ich streichel den Hund mal und würde dann den anderen bedeuten, rüberzukommen und würde dabei aber dem Hund schon mal so die Schnauze zudrücken, dass er nicht mehr bellen kann. Also ich möchte ihn damit nicht verletzen, ich möchte halt nur verhindern, dass er bellen kann. Ich möchte ihn nicht umbringen oder so, aber ich möchte halt die Ja. Schnauze zudrücken, dass er nicht bellen kann. Dann muss ich halt die nächste Abrichtenprobe verlangen. Ne? Das ist jetzt auch Ja. schon fremder Typ. Ja, mir ist schon klar, dass Du das wieder ist. riechst nach Eisbär. Ich gebe dir eine Plus. Ja, alles über eine Plus 3 schaffe ich nicht. Nee, dann wird das Glück? nicht reichen. Fragezeichen? Dann wird das nicht reichen. Ach, er hat Ich hätte keinen. jetzt sowas wie eine Plus 10 oder Plus 12 gegeben. Ich wollte jetzt noch fair sein, aber okay. Selbst wenn ich dir nur eine Plus 10 reindrücke, dann Ja reicht gut, das sobald nicht. ich merke, dass das Vieh laut wird, breche ich Ja, ihm das Genick. wer ist der Erste, der drüben ist? Das wäre dann wohl ich. Also nach ihm. Dann. Kletternprobe? Kletternprobe. Kletternprobe brauchst du nicht. Du stehst Okay. auf der anderen Seite und dann gehen wir in die Initiative. Okay. Schneller als ein Hund bin ich ja. Es geht nicht um den Hund, es geht jetzt um die Ja, aber anderen. sobald ich merke, dass der Hund anfängt, Geräusche zu machen, breche ich ihm das Genick. Ach so, okay. Ja, da kann ich handeln. Sobald ich merke, dass der laut wird, breche ich dem das Genick. Dann ist der Hund Ja. tot. Dann macht er auch nichts mehr. Ich meine, ich sitze direkt neben dem, ich habe meine Hand an der Schnauze, darauf wird er Zug laut mit dem Dolch, ja. und drücke ich ihm halt die Kehle zu, dann macht er keine Geräusche. Ja, also dann musst du ihn jetzt hinrichten. Ja, dann ist das so. Dann ist Ich das so. glaube, Leute davor, Dinge hinzurichten, hat darauf möchte keiner scheuen. Ja, richtig. Also, ich beruhige den Hund gerne, aber wenn er laut wird, dann Ja, mache ich keine nee, Geräusche. also wie gesagt, mit der Abrichten, das ist einfach nicht möglich. Das ist jetzt einfach ein Ding, das du nicht schaffen Ja, wirst. ist Und kein Problem. dann kommt der Dolch in den Kopf, du merkst, wie der Knochen ein bisschen nachgibt und dann wird der Hund ganz schlaff, sinkt auf den Boden. Du hast auch so ein bisschen das Gefühl, dass du ihn erlost hast von dieser Rastlosigkeit. Und du spürst auch so eine innere Unruhe, wenn du jetzt die Männer da hinter dem Tor lachen hörst und spaßen und auch das Knurren der weißen Hetzer über dir, vor dir und du siehst dann auch, ja, diesen. Es ist auch eine unheimlicher Offizier, der da in einer Ecke sitzt auf einem Stuhl und das Ganze so ein bisschen wohl zu genießen scheint, sich die Hände an diesem Erdfeuer wärmt und dich überkommt einfach eine Rastlosigkeit, die von ihm jetzt ausstrahlt und auch von den anderen Männern. Dann kann Iserun rüberkommen. Dann tue ich das. Kurze Zeit später steht dann auch Abel mir drüben. Und ihr steht in dem Fuhrunternehmen der Stellmacherei Dergenbaum. Signalisiere zu Iserun, hat bewiesen, dass sie Attack kann. Zu ihr, dass sie sich in das rechte, also dieses rechte Haus ansehen soll. Ja, Dass ich mich zur linken Hütte bewegen werde. ich gebe auch weiter, folge Isarun. Und Rafim kriegt Bleib. Ich folge. Wieso? Ich kann auch Attack. Okay, warte Können kurz, mich hier ich muss sehen. würfeln. Ich muss würfeln. Was macht ihr mit Mira? Bei mir wieder. Ja, Kiaras Replika Gegenspieler. war Hier. es. Hallo, die bist bei die Ich Bahn. versuche ihm zu vermitteln, dass ein etwas so subtil ist wie ein Brabaker-Waldelefant in einem Porzellanladen, aber natürlich gibt die Sprache das nicht her. Warte mal, vielleicht kann ich dich ja trotzdem verstehen. Er Vielleicht hat kann ich dich ja gerade ausweichen. beleidigt, er hat dich einen fetten Elefanten genannt. Dafür zahlst du später. Würfel Ja, Mann. mal Jähzorn oder so, hast du das? Habe ich nicht, habe ich nicht. Maximal Arroganz, aber ich Würfel bin sauer. Arroganz. Immerhin hat er dich Okay. einen fetten Elefanten genannt. Hat er vielleicht auch Ja. recht mit, aber. Ich bin kein fetter Elefant, ich bin ein graziles Walross vielleicht, aber darüber stehe ich drüber. Ja. Ich rolle mit den Augen und mache mich auf den Weg. Möchte Ich mich. gehe ins rechte Gebäude.
Ich möchte mich da auch leise hinbewegen und dann einfach nur in Deckung mich legen, weil ich so gelenkt bin wie ein Walross. Wir hatten gerade Brava Kavall-Elefant, dachte ich. Aber mir? Ich würde ihn folgen, leise. Lass du den allein gehen, ey. Ja, direkt vor euch könnt ihr eine Tür sehen, vor der ihr stehen bleiben könnt. Im Gegensatz zu der Mühle ist die allerdings wohl von innen verriegelt. Wenn ihr gegen drückt leise, dann könnt ihr es auch wohl so ein bisschen klackern hören, Holz gegen Holz. Also den Riegel könnt ihr dann da auch sehen. Der wurde von innen vorgelegt. Und es gibt dann ja auch sicherlich hier ein kleines Fenster, nicht mit Glas, sondern mit einfachen Holzläden davor. Könntet ihr auch versuchen, so ein bisschen ins Innere zu starren und könnt nichts sehen in der Dunkelheit, aber ihr hört dann wieder wohl Menschen unruhig schlafen, die sich drehen und wälzen und etwas so ein bisschen stöhnen, als ob sie unter Albträumen leiden. Ich würde gerne mal das Haus ansehen. Gibt es dort noch ein weiteres Stockwerk und ist da vielleicht ein Fenster offen? Weil immerhin haben wir ja Hochsommer. Ein halbes Stockwerk. Also vielleicht irgendwie sowas wie ein Lager, wo man auch andere Dinge dann wie Holz, wie Räder oder so dann hinstellen kann. Das reicht nicht zum Wohnen, aber zum Unterbringen. Sowas, ja, typisch Heuboden, würdest du sagen. Halbes Geschoss. Gut, die sind ja selten komplett verschlossen, wenn da irgendwie noch Zeug Fenster gelagert wird. Dann würde ich mir eine Räuberleiter geben lassen und mich dort oben mal umsehen. Schleichen. So, hoch kommst du sicher nicht? Ja, das soll geklappt haben. Ja, diese Würfe. Rafim stellt sich dann vor die Tür. Du nimmst ein bisschen Anlauf, springst in seine Hand. Er reißt dich nach oben und wie eine grazile Elfe landest du dann in dem Inneren des Fensters, rollst dich auf der Innenseite ab, sodass nicht mal die direkt über dir das Knarren des Holzes hören. Du weißt selber nicht genau, wie du das getan hast und das wird dir auch nie wieder gelingen. Aber du bist in dem Inneren und stehst dann direkt vor einem großen zerbrochenen Rad. Es erinnert dich fast an ein Bohrensrad, so wie es zerbrochen ist mit den Speichen. Ein unheiliges Symbol. Definitiv. Ja, ich möchte mich dann gerne mal umsehen. Natürlich vorsichtig sein, ob hier irgendwelche Leute sind, die hier gerade schlafen. Ansonsten sind natürlich Treppen oder Luken wichtig, weil es soll ja einen Tunnel geben. Wenn du das Gebäude so ein bisschen abgehst, abschleichst, wirst du auch feststellen, dass sind da andere Häuserecker unter dem Fenster wohl auch ein paar Mägde und Knechte liegen oder auch Flüchtlinge. Du hast unglaubliches Glück gehabt, dass du wohl das richtige Fenster genommen hast, sonst würdest du direkt in dieser Person dann gelandet sein. Also, vielleicht ein Weg des Schicksals. Und kannst dann auch an denen vorbeischlafen, schleichen. Die schlafen ebenso unruhig wie dann die Besitzer wohl unten. Kannst dann auch so eine kleine Stiege finden, wo du dann über die Leiter nach unten kletterst und stehst dann in einem Flur, Arbeitsräume, so eine kleine Werkstatt, die dann auch zur Hofseite wieder zu öffnen wäre. Auch hier kannst du wieder einen Riegel finden, den du öffnen kannst. Dann könnten deine Freunde dir zumindest folgen. Ja, das würde ich gerne machen. Ja. Dann legst du den Riegel zur Seite, kannst die Türen so ein bisschen leise aufstoßen und die anderen würden das dann auch mehr mal weniger mitbekommen. Dieser Runde ist ungefähr 5 Minuten verschwunden und dann geht die Tür auf. Währenddessen Jalan auf der anderen Seite. Ist denn da, wo ich gerade stehe, eine Tür? Nee, du musstest dann von hier aus einmal direkt hinter das Fuhrwerk gehen. Und da kannst du dann hier so eine Tür finden, die wohl nach kurzem Rütteln, beziehungsweise vorsichtig im Ziehen und Schieben und Drücken, kannst du auch feststellen, dass die eben so zu ist, allerdings mit einem Schloss gesichert. Also kein Riegel, sondern hier wohl ein bisschen hochwertig. Ich bin nicht Ömer. ich blicke mich nach Fenstern oder Ähnlichem um. Weil ich hab nämlich nur den großen Dietrich. Das ist nicht das, was Sarah versteckt, sondern das Garretter. Ja, du schaust dich ein bisschen um. Zu diesem Haus wohl nicht. Du gehst ein bisschen links und rechts rum. An der Mauer wird das ein bisschen schwieriger, da kommst du nicht ganz lang. Aber du siehst eben, wie ein weiteres Gebäude daran angeschlossen ist. Das ist dann, ja, eine Holzhütte, sowas.
Auch offen, da kannst du dann wohl auch rein. Da liegen dann einfach ein paar lange Holzbretter und Planken, die dann verarbeitet werden könnten. Du kannst dich ein bisschen umsehen, aber es gibt auch keine Verbindung zu diesem anderen Steingebäude. Also, du bist dir sicher, wenn du das Schwert richtig ansetzt, kannst du da sicherlich dann die Türen dann auch beiseite drücken, einfach mit roher Gewalt, aber das ist natürlich laut. Sag ich an den Garretter Dienrich. Tue zwei Schritte zurück, blicke mir das Ganze nochmal an. Wie groß ist dieser Schornstein? Interessant. Ich will jetzt nicht den preisgefälligen Weihnachtsmann machen, aber ich tue es, wenn es sein muss. Plus oder Minus? Alles klar. Minus. Chippy? Hab keinen mehr. Gut. Du schaust dich gerade so ein bisschen um, lehnst dich ja so ein bisschen im Schatten gegen das Fuhrwerk, was da steht, und merkst dann, dass es so ein bisschen nachgibt. Da hat sich wohl irgendjemand nicht mit Bolzen gesichert. Und der Wagen rollt so ein bisschen nach vorne. Nicht viel, aber es quietscht so ein bisschen und den Schornstein konntest du jetzt nicht wirklich einsehen, aber du siehst jetzt wohl auch, wie zwei der weißen Hetzer an das Tor herantreten und laut knurren. Ich möchte hinten in den Wagen hineinklettern, damit man meine Beine nicht sehen kann. Gut. Dann die anderen. Ja, ich würde den anderen bedeuten, dass sie an der Tür warten sollen, weil ich weiß ja, dass hier direkt um die Ecke von der Tür die Leute schlafen und mich dann hier im Erdgeschoss nach einem Weg weiter runter umsehen. Also ob es eine Luke gibt oder eine weitere Treppe. Plus oder Minus? Plus. Ja, würfel mal. Achso, ich soll würfeln. Ich dachte, du sagst mir jetzt, was gut und was schlecht ist. Ja, Ja. du wirst keine Luke finden. Also du guckst dich ein bisschen in der Werkstatt um, Hämmer, irgendwas zum Schnitzen, irgendwas zum Wegfeilen, viel Holz, viel Sägespäne, aber eine Luke wirst du nicht finden. Dann kannst du sehen, wie die anderen mittlerweile begriffen haben und dann an der Tür stehen. Dich anschauen. Sinnschärfeprobe. Plus 8. Für alle? Für euch 4. Beziehungsweise 3. Kiaras ist immer noch sehr still. Doppel 1. Du siehst, wie Jalan, was auch immer der Idiot vorhat, er drückt gegen den Wagen. Du siehst, wie es quietscht und dann springt er in den Wagen hinein. Gott, was macht der Idiot? Hey. Ja, die Hunde, mit ihren 4 Köpfen treten an das Gitter heran und mittlerweile knurren sie nicht mehr, sondern sie bellen. Okay, ich gucke mich mal hier in dem Raum um. Gibt es dort irgendeinen losen, relativ schweren Gegenstand? Ja, den wirst du auf alle Fälle finden. Gut, dann schnappe ich den mir, trete hinaus und werfe ihn im hohen Bogen nördlich über die Mauer, so weit ich kann, dass er irgendwo anders aufschlägt. Ja, sind 32 Meter auch. Also ist das Nee, nicht machbar? auf, nicht auf Achso. die Hunde Ah. zu, sondern quasi, weiß 8 nicht, hier so Meter, in den ja. Garten oder Okay, sowas. das da brauche ich auch keine Probe für. Einfach nur, was, irgendein Holzbalken, irgendwie so ein kleines, ja. Ja, was weiß ich, irgendwie Und so ein zum Nachttuch Fest, oder zum, ja, sowas. oder zum Feststellen von den Rädern, das, was bei Jalan irgendwie fehlte, weswegen der Wagen jetzt, ach, hat der Knecht mal wieder nicht hin. Ja, du wirfst, du guckst dem Holz noch hinterher, dann verschwindet es hinter der Mauer, dann klackt es laut. Die Hunde fangen an zu bellen und fangen an loszurennen. Kann ich Jalan entdecken? Beim Bellen wird er deinen Kopf auch wieder rausstrecken und sich aus dem Wagen begeben, weil dieses Versteck ist nutzlos geworden. Wenn du. Ich weiß nicht, ob er dich sieht. Ich mach mal eine Sinnenschärfe. Ihr steht ja in einem Haus. Nach ein wenig Umblicken signalisiert er dann mit der einen Hand, dass er dich wohl gesehen hat, und winkt euch herüber. Signalisiert auf Attack Tür. Ich würfel auch mal eine Sinnenschärfe. Die Wahrscheinlich ist gibt's ein. auch gut. Die ist okay. Ach komm, also du hast 12 Sternchen, na gut, komm. Also Das wenn ist die auf super. 15, 15, 15 würfeln, also vier Irrgardisten gehen mal nachschauen und die anderen bleiben vor dem Tor stehen. Gehen nicht rein, aber bleiben davor stehen und schauen skeptisch mal nach. Vor allem der Offizier wird dort stehen bleiben.
Ich signalisiere ja dann, dass ich ihn verstanden habe. Ich würde aber trotzdem noch den anderen bedeuten, dass wir hier erstmal warten, bis sich das draußen beruhigt hat. Dann halte ich mich auch erst nochmal versteckt und... Also du bist aus dem Wagen raus, richtig? Mhm. Wo verstecke ich mich am besten? Hier lagen diverse... Ich will eine Versteckenprobe, los. Ja, ja, Frage nur, war das hier ein Vordach oder ist das schon ein ganzer Schuppen? Also vorne kannst du direkt reintreten, das ist, da ist offen, genau, also du kannst da reinschauen, das wird wohl zwei Wände haben, aber eben zur falschen Seite und dann abgestützt einfach nur noch mit ein paar Säulen oder so aus Holz. Nee, wo verstecke ich mich hier in dieser Hausecke? Hier im Besson, an der Ecke. Genau, hier kann ich niemanden abstechen, wenn er hier rumkommt. Hier stehe ich einfach nur in der Falle. Hier stehe ich nur halb in der Falle. Du, idealerweise wird hier niemand abgestochen. Ich weiß, aber wir warten das Beste. Ich mache dir die Versteckenprobe. Bulto, haben die Hunde irgendwas gefunden? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich schau mal nach. Ich hab Necromold geschickt. Lalum, warum bewegt sich der Wagen? Keine Ahnung. Mal nachgucken gehen. Faulen Hunde haben sowieso nichts zu tun. Velmen, Necromold, geht mal nachsehen. Okay, shit. Haben drei Sternchen. Habe ich da was gesehen? Schatten. Ja, yep. Und ich reise über die Mauer aus. Also, still und heimlich, aber ich reise über die Mauer aus. Dann gib mir nochmal eine Kletternprobe. Nicht, ob du rüberkommst, sondern auch um vielleicht eine Versteckenprobe. Das ist gut. Das war kein Diva. Da ist jemand. Alarm! Ja, du springst rüber, stehst auf der anderen Seite und dann könnt ihr es knallen hören. Irgendjemand tritt gegen die Tür. Das Eisen springt auf und dann hört ihr mehr Laufen. Initiative. Wie sieht aber schon noch in Deckung gegangen, oder? Während ihr da rumgerannt seid? Euch sehen die noch nicht. Also ihr könnt da jetzt ganz bequem an der Mauer stehen. Das ist noch nicht, also ihr seid nicht in Bedrängnis aktuell. Das ist alles super. Ah, okay. Könnt ihr alle jetzt verrecken lassen, gar kein Problem. So, ihr halten Gardist habe ich und ich habe Lord der unheiligen Bewegung. Das ist ganz nett, dann habe ich immer die 19. Genau, da gehen wir mal auf Size Large, das ist glaube ich ganz gut. Ja, so, ich habe einen größer versucht, immer das war es nicht.